Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Final Fantasy 16. Ja, hahaha. In der letzten Folge haben wir die, ich habe schon wieder den Namen der Stadt vergessen, aber wir sind da in diese Stadt gegangen. Wir haben gegen Sleipnir gekämpft, den Kommandanten von Odin. Ich weiß, er heißt nicht Odin. Ich glaube, er heißt Barnabas, ne? Barnabas, König Barnabas, ne? Und ja, gegen den sein Sleipnir, sein zum Mensch gewordenen Pferd haben wir gekämpft und ja, dann hat er, also Barnabas hat uns fertig gemacht und dann waren wir im Krankenhaus und dann hat sich Schill gegen den mit dem gekloppt und die ist vielleicht noch am Leben, so wie wir halt verstanden haben, ne, weil wir die irgendwie noch spüren können. Was ist das für ein Schwert? Das sehe ich ja jetzt erst. Was ist das für eine Klinge da unten? Oh Gott. Und ja, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, wir kriegen irgendwann jetzt Shiva, weil ich habe so das Gefühl, mit Jill wird zu Ende gehen. Und ja, wir haben in der letzten Folge noch diesen Crazy Chocobo bekämpft und jetzt haben wir, jetzt sind wir komplett questlos, oder wir hatten keine Quest von Anfang an. Ja, aber ich nehme an, das kommt noch, ne, sobald wir irgendwie mit Otto sprechen, der alles hier in Gang wieder bringt. So. Ich wollte mal hier was ansprechen. Und zwar bin ich mal hier hingegangen, ne? Weil da war schon wieder gelb. Das heißt, ich muss natürlich wieder hingehen, damit ich da wegmache. So. Ich habe ja vermutet, er wäre Ultima, ne? Weil er sieht nicht nur sehr ähnlich aus wie er, ne? Sondern, guckt euch mal die Position von denen an, ne? Er ist genau unter Ultima, ne? Und alles, was jetzt hier nur noch gemacht werden muss, ist hier so eine Linie zu ziehen. So, oh, sind die ein, sind die gleichen Personen, so wie hier, ne? Herr und Dina, so, oh, gleiche Person, ne? Es ist ein bisschen verdächtig, dass er genau unter Ultima ist, ne? Ich möchte es nur mal ansprechen, so. Nur für die eventuelle, für den eventuellen Plot Twisten will ich nur mal anmerken, dass das hier sehr verdächtig ist, ne? Deine heutige Lektion ist, vielleicht bilde ich mir es auch nur ein, aber wenn sich herausstellt, dass der Typ noch am Leben ist und dass er Ultima ist, dann ja, ich hab's gecallt, ne? Otto, lass krachen. Wenn du hier bist, wo stecken all die anderen? Sag bloß nicht. Sie sind alle am Leben. Es ist viel passiert. Otto, weiser Otto, sage mir, wie es hier weitergeht. Wirklich keine halben Sachen, was? Ich prophezei, dass wir eine Menge Nebenquests gleich freischalten, die wir uns kümmern werden in diesem Part. Tut mir leid, das zu sagen, aber wenn du sie hättest, dann wärst du unter einem Haufen Schutt begraben. Ich weiß. Aber wir konnten damals ein paar Kleinigkeiten aus den Ruinen retten, von denen die meisten hier auch Verwendung gefunden haben. Die persönlichen Dinge gingen an die Angehörigen. Im Fall von Sid-Sachen wäre das dann mit. Ich sehe in der Werkstatt nach. Aber die hat doch gesagt, die hat er nicht. Der Vater, so die Tochter. Quest? Nein. Okay. Sie hatte doch gesagt, sie. Egal. Ich bin auf der Hut, ne? Ich weiß, hier kommen noch Quests. Pass mal auf, ne? Ich meine, viele der Quests, der Nebenquests, die wir letztens gemacht haben, klang schon so irgendwie, als wären das so die finalen Nebenquests, ne? Karons zum Beispiel. Aber man weiß ja nie, ne? Stöbern. Stöbern, stöbern, suchen, gucken, gucken. Nicht kapieren. Ich kann nicht lesen. Boah. Ich frage mich, ob sich irgendjemand anders auch noch so über Clive lustig macht. Das ist eigentlich voll der Badass Hero, ne? Aber stellen ja wie voll so ein Soziopathen und Verrückten. Voll den Barbaren irgendwie. Der hat bestimmt voll viele Fanboys und Fangirls und so, ne? Leute denken sich so, oh, das ist der beste Protagonist, den wir je hatten oder so, ne? Währenddessen komme ich hier hin, so, oh, ich kann nicht lesen. Ach, ist so hier unten. Wo denn? Oder?
Bei mir habe ich das nicht gesehen. Okay. Oh. Sitzt Pfeifen. Ich gehe mal davon aus, dass mit die nicht braucht. Okay. Setz deine Suche fort. Ansehen. Die Puppe habe ich in Sids Kammer gesehen. Oh, ein Weißmagier. Ob sie wohl mitgehört? Sieht so aus. Sieht ein bisschen aus wie die eine hier, als sie doch weiße Klamotten anhatte, die mit den roten Haaren hier im Versteck. Was steckt denn da drin? Noch eine Puppe. Miradol, ich weiß, du magst Rätsel, also gefällt dir das ja vielleicht auch. Deine erste Erfindung ist unsere Verbindung. Mein Schatz ruht in deinem und in alles, weil was? Hier fliegt irgendwas gerade durch die Gegend. Ich glaube, das ist eine Motte. Irgendwas ist so ganz langsam. Ja, so eine kleine Motte ist da irgendwie. Ja, ich habe mich schon gewundert, aber ist nicht auf einmal vorbeigeflogen. Ich wurde voll hypnotisiert gerade. So, nochmal. Deine erste Erfindung ist unsere Verbindung. Mein Schatz ruht in deinem und alles in alles ist im Reinen. An der letzten Zeit muss ich wohl noch ein wenig feilen, aber vielleicht kommst du trotzdem darauf, wo ich meine beste Erfindung versteckt haben könnte. Kleiner Hinweis, dein Erstlingswerk könnte alle Baden dieser Welt arbeitslos machen. Viel Glück. Dein Paps. Deine erste Erfindung ist unsere Verbindung. Mein Schatz ruht in deinem und alles ist im Reinen. Sitz beste Erfindung. Klingt vielversprechend. Luftschiff. Ob Sid etwas in Mits Erstlingswerk versteckt hat? Sids haben normalerweise in Final Fantasy irgendwie was mit Luftschiffen zu tun, in der Regel. Vielleicht weiß Otto mehr. Final Fantasy 7. Ja, natürlich fragen wir Otto. Keine Ahnung, Sid in Final Fantasy 7 ist zum Beispiel Luftschiffpilot. Dann gab es irgendwie einen Sid, der war irgendwie so ein Handwerker in Final Fantasy 4, der hatte auch ein Luftschiff. Weiß nicht. Sid in Final Fantasy 6 war irgendwie so, der hat für das Imperium, glaube ich, gearbeitet, aber ich glaube, der war auch irgendwie so technologisch irgendwie so auch und? Voll drauf. Fündig geworden. Der hat aber kein Luftschiff. Du weißt nicht so Final Fantasy 6 gab es zwei Luftschiffe. Eins von Zetzer und eins von wie auch immer noch du meinst, das der Freund von Zetzer ist. Sie war allerhöchstens elf. Da war ja einer der geilsten Momente. Und man das zweite Luftschiff dann fehlt und dann man schießt, wie sieht einfach nur, wie das Luftschiff so aus dem Meer rausgeschossen kommt. Was hat es mit der alten Kiste auf sich? Ich glaube, Sid hat darin etwas versteckt. Oh, ich würde so gerne mal Final Fantasy 6 Let's Playen. Die und ihre verflixten Schatz. Könnte ich auch, aber es gab kaum was, das nicht. Weiß ich nicht. Ich habe das Spiel schon gespielt, von daher, weil ich würde lieber ein neues Spiel spielen. Final Fantasy 6 ist wahrscheinlich mein Lieblingsspiel. Also von allen. Ich rede jetzt hier von komplett. Ne? Sollte auch mein erstes Projekt hier auf diesem Kanal eigentlich sein, von vor 10 Jahren. Habe mich aber dann für Final Fantasy, für Tales of Graces F entschieden. Weil irgendwie damals hatte ich nur so ein bisschen mehr Schiss so von so Copyright und all sowas. Ne? Und ich glaube, Square Enix war vor 10 Jahren auch nicht so dolle da drauf. Lass mich mal kurz hier, wenn ich hier darüber rede, hier bei ihm vorbeischauen. Bei Final Fantasy. Ich glaube, Square Enix, also die Macher von Final Fantasy, waren irgendwie nicht so dolle scharf auf Let's Plays damals vor 10 Jahren. Heute sind die ein bisschen lockerer, so wie alle anderen, aber damals hatte ich da noch so ein bisschen Schiss, ne? So, oh nein, Square Enix kommt und löscht mir meinen Kanal und so, ne? Jetzt mache ich einfach auf gut Glück einfach das, ne? Werde ich sie gern beantworten. Vor allem jetzt ist es auch ein bisschen sicherer so, weil, keine Ahnung, ich verdiene kein Geld mit meinen Parts, von daher ist mein Kanal relativ sicher. Nur sobald man irgendwie einen Cent an irgendeinem Video verdient, dann gibt es immer halt Probleme. Aber da ich kein Geld verdiene, mein Parts. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht. Könnten nämlich eigentlich nur ermahnen und sagen, hör mal, mach das Spiel runter. Wir haben nichts, was ich dann auch machen werde, ne? Aber ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren könnte, ne? Sie werden jetzt nicht irgendwie den Kanal irgendwie terminieren oder so, ne? Das würde ich echt nicht lustig finden, jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe 3000 Videos auf diesem Kanal. Die waren dann alle weg. 10 Jahre umsonst. Nö, gar nichts. Wir wollten nur Lieder hören, aber alle auf einmal. Also haben wir alle Knöpfe gedrückt. Genau so.
Oh, da ist die erste Erfindung. Guck mal, ob die auch den Meerjungfrau-Mann und Blaubarschbube Team Song da drin haben. Nur zu gut. Aber nur den Dance Remix, okay. Aus dem Weg. Ja. Was ist die Musik so bedrohlich? Ja, hört sich an, als würde ich ja gleich irgendwie Slenderman irgendwie um die Ecke kommen. Da steckt etwas zwischen den Zahnrädern. Jetzt ist es ganz kaputt. Kannst du es reparieren? Nein, ich meine, ja. So, probieren wir es mal. Es geht wieder. Sid hat's repariert. Fehlt gleich schon wieder ein Zahnrad. Wie bei der Waage. Mehr als nur repariert. Ja, neue Musik. Hm. Hör ich zum ersten Mal. Sie ging los, nachdem ich das entfernt habe. Was immer das ist. Nicht ein Lied, das sonst einmal läuft. Ein normales Lied. Weiß ich auch nicht. Das Ding zwischen den Zahnrädern? Ich weiß nur, dass es wichtig ist. Das Teil? Sie hat es mir mal gezeigt und meinte, das sei der Stoff, aus dem die Träume sind. Hoffen wir, dass Schiffe auch aus diesem Stoff gemacht sind. In der Tat. Zeit, ein paar Träume wahr werden zu lassen. Jetzt brauche ich mir nur noch etwas Mut. Weil Mut ist der Zauber der Träume in Realität verwandelt. Okay. Da, wo habe ich das jetzt schon herbekommen? Schwarzes Blut. Otto. Nach euch beiden habe ich gesucht. Ach so? Was ist denn los? Der Kronprinz. Er ist gerade gegangen. Dion ist fort? Also, ist aufgewacht, ach, mein Joshua. Und hat uns verlassen. Ja, fort. Immerhin hat er eine Nachricht hinterlassen, bevor er sich eines von Obolus Boten genommen hat. Sollen wir ihn verfolgen? Nein. Wir sind nicht seine Hüter. Er kann tun, was er für richtig hält. Ich wünschte, er täte das im Bett. Seine Wunden sind längst nicht verheilt. So wie mich schon gewundert, wie das mit denen irgendwie weitergeht. Mir von Kanva erzählt. Warum sind die Prinzen dieser Welt so abgeneigt, sich zu erholen? Frag, wenn ich zurück bin. Das könnte aber etwas dauern. Versuch wenigstens aufzupassen. Du hast sie gehört. Komm lebend zurück, ja? Nein. Okay. Meine Arbeit ist getan. Je länger ich hier bleibe, ich wusste es. Weiter segelt die Galeone. Ich muss zurück. Das wird mich nicht davon abhalten, jede einzelne Nebenquest jetzt machen. Hier sind so Pluszeichen. Ich nehme an, dann kriege ich wieder was Neues freigeschaltet. Ne? Also Pluszeichen. Die schalten irgendwie, weiß nicht, mal neue Funktionen oder so frei. Ne? So, weiß nicht, bessere Heilgegenstände oder irgendwie so was. Ne? Ja, machen wir das mal. Da. Jo, August. Wie geht's, Clive? Wie geht's, Juni und Juli? Schledon meinte, du hast ihm wieder geholfen. Danke dafür. Übrigens, ehrlich gesagt, mache ich mir. Ja, mal einfach die Quest, lass mich in Ruhe. Und du willst meinen Rat. Ja, genau. Seltsame Geschichte, aber. Ich habe auf einer Mission so einem Edelmann geholfen, der mir zum Dank einen echt schönen Ring gegeben hat. Und natürlich habe ich den gleich. Und dann habe ich ihn geheiratet. Beeindrucken. Aber der wurde auf einmal ganz still und so weiß wie ein Bettlaken. Ich weiß echt nicht, was um alles in der Welt ihm da über die Leber gelaufen ist. Schledern. Hast du den Heiratsantrag abgelehnt oder was? Also könntest du vielleicht. Aber natürlich. Ich rede mit ihm. Ich soll mit ihm sprechen? Gut. Wir sollten der Sache wohl besser auf den Grund gehen.
Danke, Clive. Ich werde bei ihm vorbeischauen, sobald ich kann. Geht klar. Ich warte bei der Schmiede. Komm, wann es dir passt. Ich stehe einfach nur vor ihm die ganze Zeit. Sollst du nicht zu ihm gehen? Ich kann gerade nicht. Okay, die Quest haben wir ja natürlich auch schon 10 Milliarden Mal gemacht. Dann kriegen wir wieder was Neues hier zum Schmieden, nehme ich an, ne? Gehen wir mal ein bisschen Orichalcum und so, ne? Ich will dieses Teil von Ouroboros hier herstellen. Die selbstfressende Schlange, bekannt aus Resident Evil. Und Mythologie, nehme ich an. So, spielen wir dieses Spielchen schon wieder hier. Himmel, deiner Wetter nochmal, Clive. Nicht schon wieder. Hast du denn wirklich nichts Besseres zu tun? Eigentlich nicht. Das werden wir gleich sehen. August sagt, er hätte dir einen Ring gezeigt. Und der Anblick hat dich wohl irgendwie verärgert. Sagst du uns warum? Spuck's schon aus, Schledern. Friss es nicht unnötig in dich rein. Wenn's nicht der Ring war, sondern etwas, ist der Typ irgendwie sein Therapeut, oder was? Tut's mir leid. Es war der Ring, zufrieden? Er hat ein paar unschöne Erinnerungen geweckt. Mehr nicht. Welche, die ich gern vergessen würde. Was ist der eine Ring? Erinnerungen? Dieses Gefühl kennen wir sicher alle, Schledern. Aber manchmal hilft es zu reden. Und manchmal nicht. Ist das so schwer zu verstehen? Sei doch nicht so. Na schön. Wenn ihr mich dann in Ruhe lasst. Der Ring, den du da hattest, ist eindeutig von Soltan. Er war mit mir in der Lehre, vor langer Zeit. Du hast ihn noch nie erwähnt. Warum auch? Ich habe ihn ewig nicht gesehen, weil wir uns beim letzten Den Mal... Den Namen gab es auch in Fire Emblem. Für ihr Hauses. Hat das alles wachgerufen. Ich habe so... War, glaube ich, auch ein Schmied, ein berühmter. Der Kerl ist viel besser als früher. Verdammt. Aber jemand aus Mythologie. Das Ding ist ein Meisterwerk. Dann ist es eben ein schöner Ring, der vielleicht auch ein paar Gil wert ist. Aber was kümmert dich das? Es kümmert mich, weil er offensichtlich gelernt hat, Metalle zu gravieren und ich nicht. Ganz ehrlich. Ich brächte keinen halb so filigranen Ring zustande. Na und? Du bist Waffenschmied, kein Juwelier. Ich bin der Schmiedemeister des Verstecks. Nicht irgendein Möchtegern in einer kleinen Dorfschmiede. Meinen Waffen und Rüstungen vertraut ihr jeden Tag euer Leben an. Ich glaube, dass jeder meiner Hammerschläge uns unserem Traum ein bisschen näher bringt. Deswegen bin ich mit Leib und Seele dabei. Denn die Fluchbrecher verdienen nur das Allerbeste. Und ich lass mich nicht von einem Kerl wie Soltan übertreffen. Das beantwortet irgendwie nicht die Frage. Dann lass uns zu ihm gehen. Warum der unbedingt Ringe haben will? Ich glaube kaum, dass die Leute im Versteck verdienen nur die besten Ringe, den besten Schmuck. Mal eben nur der Zweitbeste bist. Vergiss deinen Stolz und kümmere dich nur um deine Pflicht im Versteck. Die Fluchbrecher mit allem Nötigen auszurüsten. Wenn du das kannst, dann belassen wir es gerne dabei. Aber wenn nicht, wenn es dich ablenkt, dann müssen wir etwas tun. Was meinst du, Schledern? Er hat doch recht, oder? Ich habe eine Idee. Und du gehst nicht allein. An jedem Finger so ungefähr 10 Ringe, ne? Damit sich irgendwie so ein Gauntlet irgendwie daraus formt, ne? Und damit du Leute damit verprügeln kannst. Das sind so Schlagringe. Ha, Schlagringe, versteht ihr? Ringe. Okay. Dravost, hm? Schon mal gehört. Dravost? Von Tabor, oder? Nördlich der Felder von Korava. Gut, Clive. Dann treffen wir uns so bald wie möglich am Dorf, ja? Ich sorge dafür, dass Schledern auch wirklich mitkommt. Na dann viel Glück. Wir sehen uns dort. Okay. So, aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir sind noch ein paar andere. So, und der will wahrscheinlich wieder... Der Typ will da unten wahrscheinlich wieder ein bisschen Stoff, ne? So für Heiltränke und was weiß ich nicht alles, ne? Ja, letztes Mal haben wir irgendwie einen besseren Beutel oder so bekommen, ne? Davor haben wir irgendwie... so ein Extrakt bekommen, mit unsere Tränke irgendwie verbessert werden oder so, keine Ahnung. Sind doch immer die gleichen Leute. Hey, Nigel. Sid, bist du hier, um nach den Nixenkelchen aus Rosaria zu sehen? Klar, warum nicht? Eigentlich nicht. Aber wachsen sie denn gut? Warum bist du denn dann? Ja. Nö, eigentlich nicht. Ich war nur in der Gegend. Leider blühen sie nur. Ich schnüffel gerne am Blumen und esse sie gerne.
Allerdings glaube ich, eine Lösung dafür gefunden zu haben. Von der du mir sicher erzählen willst. Ich muss Klein regt sich schon direkt auf, obwohl er selber hier hingekommen ist. Lass mich ausreden. Morbols haben einen schlechten Ruf. Ja, warte mal. Sie sind garstige Kreaturen, aber sie sind auch wahre Überlebenskünstler, die Äther aus der Umgebung absorbieren und in Nährstoffe. Wir waren doch irgendwas von einem Morbol. Wenn es mir gelingt, diese Nährstoffe zu extrahieren, könnte ich einen Dünger gewinnen, der den Blumen den nötigen Energieschub gibt, um zu gedeihen. Ich garantiere dir, das wird ein Erfolg. Ich brauche nur eine einzige Morbol-Ranke. Wenn es nur eine Ranke ist. Du brauchst also nur das ist eigentlich voll dämlich, ne? Ein Morbol besteht eigentlich nur aus Ranken. Ganz genau. Dann sollte man nur eine mitnehmen. Ich würde direkt alle mitnehmen. Angeht, wenn ich schon mit so einem Ding anlegst. Ein ganz gewöhnlicher leider nicht reichen. Es geht mir um ein ganz besonderes Exemplar. Es lebt angeblich in den Sümpfen von Rosaria. Es sollte nicht lange dauern, ihn zu finden. Ich habe nämlich gerade erst einen Anschlag dazu am Jagdbrett gesehen. Wie toll. So ein Zufall. Nicht wahr? Aber ich will dich nicht länger aufhalten. Schließlich haben wir beide viel zu tun. Wo ist denn meine Gießkanne? Okay. Du gießt mal deine Blümchen und ich gehe mal dieses übergefährliche Monster da schlachten. Kein Ding, mache ich doch gerne. Sit der Auftragsmörder. Eigentlich wollte ich was anderes sagen. Sit der Wohltäter. Nee, Sit der Guttuer. Verdammt. Ich bin nicht so gut mit Worten, okay. Du hast dann noch eine Quest mit dem hier. Also so zum Jagdbrett, okay. Muss man sagen. Wir müssen ja noch eine Quest mit einem Plus. Ja, aber ich gehe ja richtig. Ich hab gehört, du. Ja, wo ist sie überhaupt? Müsste ja eigentlich auch hier sein. Amber und das Lazarusviertel sind also. What? Geht's weit gut? Wird auch noch genug gelegen. Sie hält das nicht mehr lange durch. Ah, du bist ja ein Tätowierer, ne? Tätowierer, ne? Da bist du. Genau zur rechten Zeit. Was ist los? Taya arbeitet sich gerade in ein frühes Grab. Seit ihr letzter Patient eingetroffen ist, gönnt sie sich überhaupt keine Pause mehr. Ich habe angeboten, mich um den Mann zu kümmern, aber sie lässt mich nicht. Clive, sie hat seit Tagen die Krankenstube nicht verlassen. Sie überanstrengt sich zu sehr. Wenn sie nicht bald schläft, bitte sprich mit ihr. Befiehl ihr eine Pause, wenn es sein muss. Denn wenn sie so weitermacht, befürchte ich, dass unser Versteck bald seine beste Heilerin verlieren wird. Ich rede mit ihr. Ich werde mich hüten, Taya etwas zu befehlen. Aber ich rede mit ihr. Danke. Hoffentlich hast du mehr Erfolg als ich. Tränen der Göttin. Was geht? Taya, Rodrigue sorgt sich um dich. Und ich auch, wenn es stimmt, was er sagt. Wir bewundern deine Hingabe, aber du musst dich ausruhen. Mach ich, wenn es soweit ist. Doch jetzt bleibe ich hier. Das sind wir ihm schuldig. Wer ist das? Ein alter Bekannter. Jemand, der es nicht verdient, allein zu sterben. Es dauert nicht mehr lange. Der Kristallfluch hat seine Arbeit bald getan. Hätte ich Tränen, könnte ich ihm helfen, aber ohne sie werde ich die Qualen seiner letzten Stunden leider nicht lindern können. Wie können Tränen ihm helfen? Nicht meine Tränen. Tränen der Gnade. Elysia. Nur sie sind stark genug. Du wolltest doch nicht. Taya, gibt es denn nichts, was wir für ihn tun können? Manchmal ist ein sanfter Tod alles, was wir schenken können. Das solltest du dir gut merken, Rodrigue. Ich... Natürlich. Wir haben alle Zutaten für Elysia, bis auf eine. Sie muss frisch sein. Daher haben wir selten viel zur Hand.
Ich kann Tränen herstellen, wenn du bringst, was uns fehlt. Sag, was du brauchst. In den Wäldern von Norvan, bei Lauberts Forstweg, leben Spinnen, die Gift weinen. Na klar. Hol eins ihrer Augen. Versuch, es nicht zu beschädigen, aber meide das Sekret. Bis zu deiner Rückkehr werde ich die anderen Zutaten bereitstellen. Kann es nicht mal einfaches sein, ne? Irgendwie so, weiß ich. Danke, Clive. Eine Blume irgendwie. Das vergesse ich nicht. Okay. So, da muss ich noch auf ein Schlachtbrett nachschauen. Wo wir den Gevatter Morbo hier finden. Okay. Keine Möhren, Marco? Na, kein Wunder, aber die Möhren der Rose. Okay. So, das murmelnde Moor Rosaria. Okay, ich weiß nicht, warum ich da jetzt danach schaue. Das murmelnde Moor Rosaria. Oh, da geht schon direkt weiter. Okay. Schon direkt die nächste Story-Mission. So, ich würde aber sagen, wir machen erstmal alles andere. Der Morbo klingt irgendwie am heftigsten. Gehen wir mal hier hin. Weiß nicht, was da ist. Sind da die Spinnen? Nee, ne? Egal, ich gehe da als erstes hin. Die Zeit zu meiden. Meine Güte. Sonnenfahrt. Schneller. Ja, schneller. Okay. So. Dann nehme ich an, können wir uns irgendwie, weil ich wieder einen neuen Ausrüstungsgegenstand gleich herstellen und unsere Tränke werden hier hochgeballert, ne? Und das dürfte uns da noch wieder ein bisschen helfen, ne? Ach. Warum nicht, ne? Muss er gemacht werden, ne? Ich meine, muss er nicht, aber ich will es machen. absteigen. Können, dass die Spinnen so groß wie Wölfe sind. Hast du denn gedacht, Clive? Ja, nicht lächerlich. Ich dachte, da wäre irgendwie so eine kleine handliche Spinne gewesen, aber. So, ich versuche nicht die Augen zu beschädigen, ne? Deswegen gehe ich so sanft wie möglich mit denen um. Ah, bitte nicht direkt in den Stall gucken. Kick, kick, kick. Was für ein graziöser Kick. Okay. Ja, Spinnenauge. Ich habe es nur geschafft, ein Auge einzukassieren. Eins reicht hoffentlich. Rodrigo ist mit den Vorbereitungen sicher fertig. Wir haben gegen 5 Spinnen, glaube ich, gekämpft, ne? Okay, ich nehme an, da ist jetzt nicht ein Gebiet, ein zusätzliches, aber da ist so eine Lücke, die stört mich gerade. Hier diese eine Lücke hier, ne? Pass auf, gleichzeitig, da ist vielleicht nur so eine Abzweigung, ne? Ja, du hast nur ein Auge mitgenommen. Wir haben gegen was 5 Spinnen gekämpft. Das sind 8 Augen jeweils, ne? Glaube ich. Haben Spinnen 8 Augen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die haben sogar 10 Augen, ne? Ja. Also mindestens 40 Augen. Also ruhig ein paar mehr abnehmen können. So, haben wir das? Wo ist hier? Oh, kann ich jetzt da rein? Da konnten wir vorher noch nicht rein. Nö, das war nur abgesperrt. Rausgeflogen? Nein, dieser Witzbold lässt niemanden durch. Warum dürfen wir nicht rein? Befehle. Niemand kommt ohne Erlaubnis ins Dorf.
Schon gar nicht Leute wie ihr. Ihr riecht nach Ärger. Unverschämtheit. Dass ihr nach Hause kommt. Das versuche ich doch, du Idiot. Bist ganz der Alte, Schnoddy. Nein. Ernsthaft? Schledorn? Lange nicht gesehen, was? Was willst du denn hier? Nun, es sollte eine Überraschung sein, aber da du so nett fragst. Ich will zu Soltan, du Volltrottel. Und jetzt lass uns durch. Na gut. Okay. Aber brich ja keinen Streit vom Zaun. Verstanden? Ich schlag nicht zuerst zu. Versprochen. Reicht dir das? Na dann, bitte. Okay, wir kommen durch den Nebenquest hier rein. Also wir kommen da irgendwann durch die Story irgendwie rein. Komplett neues Gebiet hier. Sandler im Hintergrund. Das ist also Dravost. Ziemlich ruhig scheint mir. Hier gibt's nur Schmieden. Als ich klein war, wurde hier so laut gehämmert, dass man ständig schreien musste. Clive, sprich du mit Soltan. Du kannst sowas. Hey, machst du etwa einen Rückzieher? Zwischen mir und Soltan gibt's viel böses Blut. Es sollte erst mal jemand versuchen zu vermitteln. Bitte, Clive. Schon gut. Ich tue mein Bestes. Ich danke dir. Geh zur Schmiede auf dem Hügel. Da haben wir gelernt. Jetzt müsste sie Soltan gehören. Die Schmiede auf dem Hügel. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Na gut. Warte mal hier, einen Laden. Was haben wir denn hier? Wir sind ja eigentlich voll die top coolen Klamotten haben, ne? Yep. Danke. Na dann, gute Reise. Warum nicht, ne? So, ich schaue mich dann jetzt noch ein bisschen um, ne? Da kommt man da oben hin. Tut mir leid, aber wenn hier niemand mehr Ärzte. Alter, Gegner da? Also wenn er so Öfen, ich meine, ja, ne? So ein Schmiede ist eigentlich nur so ein überdimensionaler Ofen, ne? Wenn man darüber nachdenkt, nur halt für Metall. Wie tiefgründig. Ambrosia hilft mir hier nicht. Okay, scheint aber nicht so viel zu geben. Jetzt gedacht, hier wäre noch irgendwie was in dieser Stadt die ganze Zeit. Ah, guck mal, hier kommt man dann so runter. Vorsicht, Fremder. Die Schluchten hier sind tückisch. Das ist dieses Gebiet. Ein falscher Schritt und es ist ganz schnell aus mit dir. Ja, da wollen wir doch mal sehen. Stimmt, diesen Ort habe ich schon hier gefunden. Hier kommt man also dahin. Also ein bisschen gefährlich. Ne? Da unten ist die ganze Zeit so ein Salamander. Ne? Der kann einfach hier hochfliegen. Und euch alle töten. Weil wenn er so einen Lärm macht, ne, als Schmiede, da kann er mal eine Nacht mal ruhig nicht schlafen, dann kommt er hoch und metzelt euch alle ab und frisst euch beim lebendigen Leibe, glaube ich. Könnte mich auch irren. Wir denn gar nichts tun? Ich will nicht, dass die ganze so. Irgendwo eine Truhe. Irgendeine spektakuläre Truhe. Warum ist Papa noch nicht zurück? Er hilft im Dorf, weil Papa tot ist. Sehr wichtige. Er wurde von Salamander gefressen. Und so beginnt es. Hm. Hallo.
los, Tora, kommst du da nicht vorbei? Keine Truhe hier, nichts. Da ist aber irgendwie, ne? Pass auf, wenn du jetzt hier so reingehst, ne? Was ist das? Man könnte meinen, in so ein Schmiededorf, ne? Da würde ich irgendwie so eine geheime Waffe irgendwie so finden, ne? Oh, wer hat denn diese Orichalkum-Klinge hier drin gelassen? So, was geht? Heißer! Heißer, verdammt! Dieses jämmerliche Feuer schmilzt nicht mal Butter, geschweige denn Eisen! Entschuldige die Störung. Ich suche den Vorsteher. Das bin ich. Schön, dich kennenzulernen. Ach, ist es das? Mach das Tor nicht auf, sage ich noch. Ganz toll, Schnoddy. Du hast hier nichts verloren. Hau ab, bevor ich ungemütlich werde. Schledorn ist hier. Habe ich richtig gehört? Er ist allein deinetwegen gekommen. Wie nett von ihm. Er wartet. Unten am Tor. Dann schlage ich vor, dass du ihn wieder mitnimmst, wenn du gehst. Habt ihr nicht beim selben Meister gelernt? Das spielt keine Rolle. Verdammt, das können wir vergessen. Für eine Esse taugt Trägerfeuer einfach nicht. Wir kriegen die Schmieden nie wieder zum Laufen, wenn wir keine neuen Kristalle auftreiben. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Also sei doch so gut und verschwinde. Ach, und falls du den Ausgang nicht findest, frag Schledorn. Der Mistkerl weiß ganz genau, wo er ist. Er ist hier nicht willkommen. Und du auch nicht. Schon gut. Ich gehe. Sehr freundlich. Mama, warum ist Papa noch nicht zurück? Na gut. Wenn wir die Schmiedefeuer nicht zum Brennen kriegen, wie sollen wir dann überleben? Na, ist er vollgebracht. Lass mich raten. Sultan will, dass wir verschwinden. Er hat freundlich drum gebeten, ganz genau. Na, ich würde sagen, das ist eindeutig. Er wird nicht mit uns reden. Nicht, wenn ich dabei bin. Was ist denn nur passiert? Wenn wir dir helfen sollen, müssen wir es wissen. Was hat ihn so aufgebracht? Ich selbst. Ich bin einfach weg. Hab Sultan mit der Verantwortung für das Dorf allein gelassen. Ich konnte hier nicht bleiben. Auf dieser Welt gibt es zwei Arten von Schmieden. Eine Art, die aus Liebe zum Handwerk dabei ist. Wir arbeiten stundenlang an einem einzigen Stück, bis es perfekt ist. Und die zweite Art, die andere Beweggründe hat. Schmiede wie Sultan, die schnell und billig arbeiten. Die Art von Schmied, die eben mal 100 Schwerter zusammenhämmert und nur an Profit denkt. Früher sind wir wirklich jeden Tag aneinander geraten. Und allmählich bildeten sich im Dorf zwei Lager. Es hätte uns auseinandergerissen. Also bin ich weg. Musstest du gleich so weit gehen? Sultan taugt mehr zum Vorsteher als ich. Unter seiner Führung hatten die Leute immer Brot auf dem Tisch. Sein Geschäftssinn hat Ravost sicher mehr genützt als meine ach so tollen Ideale. Zumindest solange es genug Kristalle gab. Die Schmiedefeuer hier brennen alle durch Magie. Ohne sie ist das Dorf so gut wie verloren. Siehst du das denn nicht zu schwarz? Feuer kann man doch auf andere Arten machen. Im Versteck schaffen wir es auch. Dank Sids Einfallsreichtum. Er wusste immer, dass Kristalle nicht die Lösung sind. Und hat jahrelang für uns nach Alternativen gesucht. Du weißt doch, was ich meine. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich will nur sagen, es ist nicht deine Schuld. Du hättest das nicht wissen können. Ach, das ist doch egal. Ich will nicht der beste Schmied sein, nur weil sonst keiner mehr übrig ist. Clive. Dravost braucht unbedingt seine Essen. Vielleicht
Ist es langsam Zeit, Sitzblasebalg mit der Welt zu teilen? Ich finde, du solltest das entscheiden. Moment, Schledon. Sitzerfindungen waren für uns gedacht, damit wir besser dastehen als der Rest der Welt. Und das willst du hergeben? Ich dachte, er will die Welt verbessern. Na gut. Einverstanden. Dieser Ort ist deine Heimat. Wir überlassen sie nicht ihrem Schicksal. Sid wollte, dass seine Erfindungen allen Menschen helfen. Ja. Früher oder später hätten wir sie ihnen ohnehin zur Verfügung gestellt. Es ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Befreiung Valisteas von der Macht der Mutterkristalle. Davost wird der Welt zeigen, dass es ohne sie geht. Oder was denkst du, August? Naja, wenn du es so sagst... Klar, du hörst dich echt schon fast an wie Sid damals. Danke, Clive. Ich bin Sid. Wage es nie wieder, das in Frage zu stellen. Ich kann sie auswendig. Aber ich brauche Hilfe. Eine Esse zu bauen ist nicht gerade einfach. Sei so gut und besorg mir so viel. Sind meine Aufnahme noch am Laufen? Ich glaube, da war gerade irgendwie so ein Standbild. Aber ich glaube, es ist in Ordnung wieder. In Ordnung, Schledorn. An dich habe ich auch eine Bitte, Clive. Ich werde wahrscheinlich gleich einen kurzen Schnitt machen. Sobald wir uns wieder bewegen. Einfach nur um sicher zu gehen. Findet man Salamander auf den Feldern von Korava. Na dann gehe ich mal auf die Jagd. Ja, ich habe gerade einen gesehen. So, da war ein ganz kleines Standbild, deswegen gehe ich mal ganz kurz gucken. Ne? Und ja, ich sehe euch dann wieder. So, wieder da, alles okay. Nehme ich an. Also, ja, ich habe es gerade nachgeholt. Also, ja, ist alles okay. Aber... Sicherheit geht natürlich vor, ne? So, boah, ist es hier wieder. Okay, hier. Oh, ist direkt hier. Gut, wir sollen einen Salamander erledigen, ne? Machen wir das mal. Wer ist denn dieser Chocobo, der da angeritten kommt? Lauf wie der Wind. Ja, aber man muss mal gucken, ne? Nein, ist die ganze Aufnahme futsch, ne? Bevor man hier weitermacht, ne? Oder was weiß ich. Ich habe mal 40 Minuten, das heißt so, ja, 20 Minuten. 20 Minuten können wir ja noch so machen. Ich werde sowieso erst. Ich werde wahrscheinlich sowieso hier spielen, bis ich hier alle Quests heute erledigt habe. Ne, damit wir direkt mit der Story weitermachen. Nächstes Mal, ne? Ich wollte schon sagen, du bist genau hinter mir, ne? Kollege. Ich hoffe, du gehst gleich weg, wenn ich hier gegen das Viech kämpfe. Da ist ja unser Blase. Alter, gehst du mal weg? Das war, ja, war der nervig. Ha. Boah. So, mein Plan ist aufgegangen. Erstmal zweimal getroffen werden, ne? Bonk. Ah, ich brenne, glaube ich. Ja, ich habe schon gedacht, dass der nicht so stark sein wird, ne? Ich denke, gerade mit einer Kombo erledigen. Ich glaube, der ist tot. Wow. Ich glaube, da war ein bisschen Overkill gerade. Aber nehme ich natürlich, ne? Salamander Haut. Das sollte sogar genug Haut für mehrere sein. Das weißt du auch nicht, du bist doch ein Schmied. Na gut. So, wir machen natürlich weiter, bis wir heute alle Quests erledigt haben, damit wir am nächsten Mal direkt die Story weitermachen können, ne? Ist, glaube ich, der beste, was wir ja machen können. Ey, yo, was geht? Hast du die Salamanderhaut? Genau wie bestellt. Boom. Macht einfach so seinen Mund auf, so. Das reicht locker. Na dann, machen wir uns mal an. Clive, Salamanderhaut. Alle mit anpacken, so wie Rico aus Pinguin aus Madagaskar. So, was?
glaub's einfach nicht. Das Nein, das hat man gehört. Tatsächlich. Das Feuer ist heiß genug und das ganz ohne einen einzigen Kristall. Du weißt, was das bedeutet, oder? Klar weiß ich das. Der Wurst ist gerettet. Die Wurst ist gerettet. Ich muss mich entschuldigen. Oh. Und ich nehme alles zurück. Was ihr uns da gebaut habt, ist ein verdammtes Wunder. Ihr habt das Dorf gerettet. Du solltest Schledorn danken. Er hat alles organisiert. Gib ihm bitte das hier von mir. Was ist das? Spezialkohle. Ich habe jahrelang versucht, das Beste aus unseren Essen herauszuholen. Das Zeug ist... Ich habe nicht gewusst, dass diese Dinge Essen heißen. Ich dachte erst, sie haben irgendwie falsch vorgelesen oder so. Der Stahl wird besser denn je. Unser Geheimnis gegen eures. Zum Dank. Ich war immer neidisch auf Schledorn. Seit ich Vorsteher geworden bin, versuche ich alles, um Schledorn eines Tages ebenbürtig zu sein. Aber auch noch so viele schlaflose Nächte am Amboss werden mir da nicht helfen. Er ist ein Genie, ohne Zweifel. Das Dorf hätte ihn gebraucht. Trotzdem ist er einfach auf und davon. Talentiert und frei. Wie könnte ich ihn da nicht hassen? Du solltest ihm die Kohle selbst geben. Dafür müsste ich ihm erst verzeihen. Und das wird nicht passieren. Ah, sture Esel. Alle beide. Oriflamm wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Sowas braucht Zeit. Vor allem, wenn es um zwei so alte Sturköpfe wie die beiden geht. Viel wichtiger ist aber, Schledorn hat wieder dieses Leuchten in seinen Augen. Mir persönlich reicht das schon. Ja, mir auch. Wahrscheinlich braucht er hier aber noch eine Weile. Also geh doch schon mal vor. Ich sorge dafür, dass er heil nach Hause kommt. Du aber auch bitte. Die Kohle können wir ihm ja später geben. Alles klar. Dann wird's eine schöne Überraschung. Okay. So, ja, dann müssen wir noch den Morbo jagen, genau. Ich kann es vergessen. Oh Gott, wo war das nochmal? In Sümpfen von Rosalia. Oder Marschland oder was oder immer. Ist das hier immer? Da ist immer noch zu. Ich nehme an, das ist jetzt einfach da in dem ersten Gebiet, wo wir auch mal hier so ein Ding gefunden haben, ne? So ein Morbo. So von wo, weiß ich nicht. Das hier? Kann ich nicht lesen. Der murmelnde Moor, war das das? Ja, ne? Gehen wir mal dahin. Wird schon richtig sein. Jetzt haben wir immer noch nicht dieses Gebiet hier aufgedeckt hier. Wo ich mal einfach annehme, wartet eins der Jagdziele. Ja, du bist hier, ne? Du bist hier, ne? Ja. Ruh dich aus. Oh. Karotte. Ich glaube, das ist eine Anspielung an, ich glaube, Final Fantasy 12, ne? Da gab es auch irgendwie einen Morbo, der so hieß, glaube ich. Oder war so eine Quest in Final Fantasy 12, ne? Da gab es ja auch so Jagdziele in dem Spiel. Da gab es auch einen Morbo, der irgendwie Karotte, glaube ich, hieß. Ich glaube, das war der 12. Teil jedenfalls. Nein. Morbos hießen ja mal früher irgendwie Malboros, ne?
Also wie diese Zigarettenmarke. Da fand ich schon immer lustig. So ein kleiner Fun Fact, ne? Oder vielleicht ist das nur im Englischen. Ich glaube, im Englischen heißt die auch Marbles, ne? Also in früheren Spielen, nein, hießen die Marlboros. Ich nehme an, das ist so eine japanische Übersetzung oder so, ne? Ich denke auch ein bisschen wie Marlboro oder so. Feuer frei! So, ich wollte mal wissen, was passiert, wenn ich das so mache. Aber sehr doof. Weil ich mich da verwandeln kann, während ich in dem Beam drin bin oder so. Angerannt, ne? Ah. So was? Ich muss sowieso die ganze Zeit ausweichen. Aha. Oh, los geht's. Ich hoffe, er bringt auch. Alter. Wie lange der Angriff ist, ne? Die Sage ist so geil, ne? Machst du nochmal? Ich meine, den Angriff kann ich sowieso nur ausweichen. Boah. Boah. Nein, der ist unter der Erde. Das treffe ich den nicht. Nein, schon wieder. Bonk. Einfach gekontert. Der ist schon wieder unter. Der ist mein Angriff ja voll ausgewichen gerade mit meinem Giga-Flair. Gibt's da einfach nicht, ey. Versuch mal, den hier auszuweichen, aber. Da war Todd. Okay. Blip. So, ha, da brauche ich glaube ich für Dings, ne? Diese Ausrüstung gegen Kran. Das war definitiv kein gewöhnlicher. Ich kann diese Ranke gar nicht früh genug loswerden. Ja, wir haben noch eine Ranke mitgenommen natürlich, ne? So, jetzt müssen wir nur noch im Versteck die ganzen Klamotten abgeben. Und dann haben wir unseren Sold wortwörtlich heute erledigt. Und dann kann ich mal gucken, was hier mit meinem Antivirus los ist. Anscheinend ist er deaktiviert, warum auch immer. Haben wir ja gerade gehört, ne? Dieses Bung. Okay, erstmal hier das Spinnenauge. Und wenn die sich mal unterhalten, trinke ich immer kurz einen Schluck. Vor dem Zusammenbruch.
Ist das das Richtige? Ja, ich muss halt erstmal abgeben. Ne? Ja, ist es. Danke, Clive. Ich gebe Patienten nur ungern Elysia, aber Taya hat recht. Manchmal geht es nicht anders. Eine einzige Dosis betäubt selbst den quälendsten Schmerz und alle anderen Empfindungen. Eine sanfte Art zu sterben, aber der Tod ist es trotzdem. Gäbe es nur einen anderen Weg. Schneller Stich durchs Herz? Nur so eine Idee, ne? Warum stelle ich mir jetzt gerade vor, halt irgendwie Clive so in die Luft springt und einfach so ein Gigaflare auf den draufballert? Bahamut! Warum stelle ich den Typen als vor so einen Psychopathen? Lass einfach los. Die Wellen werden dich an einen besseren Ort bringen. Danke, Taya. Ich bin so stolz auf dich. Yo. Er ist tot. Hurra. Danke, Rodrigue. Und dir, Clive. Ich werde ihn zur letzten Ruhe betten lassen. Der Mann, dem du geholfen hast, war mein Mentor. Auf den südlichen Inseln. Ich wollte schon sagen, haben uns gar nicht gesagt, wer das ist, ne? Ich war noch ein Kind, als man mich in Sanitätszelte schickte, um mit meiner Gabe zu helfen. Doch die Fäule war überall und ich konnte kaum etwas tun. Bis dieser Mann mich in der Kunst der Heilung unterwies. Eine Kunst mit großem Nutzen. Die Tränen der Gnade waren sein Geschenk an alle leidenden Träger. Eine Erlösung von den Qualen, die der Fluch bringt. Eine Gnade, die Sid gut geheißen hätte. Du weißt so gut wie ich, wie das Leben eines Trägersoldaten ist. Er zieht von einer Schlacht zur nächsten. Und jede könnte die letzte sein. Einem Kommandanten mögen all die verschlissenen Träger ja egal sein. Doch das Geschenk meines Mentors gewährt den Sterbenden wenigstens am Ende einen flüchtigen Moment der Ruhe. Ich habe keine Tränen mehr übrig. Dafür habe ich zu viele Menschen verloren. Es muss sich etwas ändern. Wir müssen die Veränderung herbeiführen. Das werden wir. Wir sind schon dabei. Das hoffe ich. So, wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss eine Morbel-Ranke hier an diesen einen Typen hier abgeben. Damit ich stärkeren Stoff bekomme. Okay. Reißzahn, jawohl. Oh. Weiter geht's. Wir gehen. Hier ist, glaube ich, kürzer, ne? Boah, ich hasse es, wie dieser Ort hier so weit entfernt ist. Also wenn ich mal erwachsen bin. Träum ruhig weiter, Kleiner. Sid, ich hab gehört, du hast mit. Du, hey, Gilbert, der Schreckliche, wie geht's, wie steht's? Halt die Ohren steif. Du tust so viele wundervolle Sachen mit diesem Versteck. Otto steht einfach so daneben, so, hey. Okay. Du, gib mir besseren Stoff. Ich hau dich. Mit dieser Ranke. Mir ist nicht entgangen, dass sich etwas in deiner Tasche höchst verdächtig windet. Oh mein Gott, es ist nur am Leben. Ja. Die ist jetzt dein Problem. Welch phänomenales Exemplar. Das Fleisch pulsiert vor lauter Lebenskraft. Denk nur, wie wirksam der Dünger daraus werden wird. Also gut,
dann will ich keine Sekunde mehr verschwenden. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und die Ranke verarbeiten. Vielen Dank für die Hilfe. Es ist genau wie erhofft. Siehst du das? Wie die Nixenkelche sich freuen? Und wenn ich mich nicht irre, höre ich die Wurzeln wachsen. Sicher werden von diesem Dünger auch die anderen Pflanzen hier im Versteck profitieren. Freut mich, dass ich helfen konnte. Du hast nicht nur geholfen, Sid. Du warst unsere Rettung. Erinnerst du dich noch an den Extrakt, den ich dir gegeben habe? Ich habe mehr davon hergestellt und diesmal die Blätter der gestärkten Nixenkelche darunter gemischt. Und du wirst es nicht glauben, aber die Wirkung hat sich fast verdoppelt. Bitte nimm diese Ampulle als Dank für deine Hilfe. Den Rest werde ich Taya geben. Yay. Bessere Tränke. Die ich so gut wie kaum benutze. Ein ungeheurer Dünger. Los geht's. Mittel maximal verstärkt. Cool. Du hast etwas verstärkten Nixenkelch-Extrakt gehalten, mit dem du ab nun die Wirkung der meisten deiner Mittel noch weiter verbessern wird. Sowohl Heiltränke als auch Supertränke stellen noch mehr Lebenspunkte wieder her und Stärke und bla bla bla. Interessiert mich nicht, weil ich die nicht benutze. Cool. Nicht schlecht. Ich würde nur gerne irgendwie so ein paar Nummern irgendwie so haben, so damit ich genau weiß, wie sehr sich das erhöht hat, ne? Aber kann nicht alles haben, ne? Wurden maximal erhöht, also das ist schon mal gut, ne? Dieser Mistkerl nimmt auf uns weniger Rücksicht. Hey, wenn ihr was Schledern und beide noch heil, wie ich sehe. Ja, wir wollten nicht zu lange bleiben. Aber das ganze Dorf hat sich den neuen Blasebalg angesehen. Genauer gesagt, alle bis auf Soltan. Der hat sich nicht blicken lassen. Ah, da fällt mir ein. Ich habe etwas für dich. Nimm diese Spezialkohle. Ist das Kohle? Woher hast du die? So ein Kohlestück nur? Er wollte wirklich, dass ich sie bekomme? Wollte er. Ich vermute, er möchte sich mit dir versöhnen. Kaum zu glauben. Aber du weißt, ich würde euch niemals im Stich lassen. Jeden Tag, an dem ihr da draußen meine Schwerter schwingt und meine Rüstungen tragt, vertraut ihr mir eure Leben an. Es gibt keine größere Ehre für einen Schmied. Ich werde sicher nicht bei Soltan um Vergebung betteln, aber seine Kohle werde ich gut zu nutzen wissen. Und wenn ich dann noch mein Leben retten kann, dann bin ich ihm dankbar. Wie hat er mich genannt? Hä? Ein Genie? Und er hat wegen mir schlaflose Nächte gehabt? Na dann, zurück an die Arbeit. Ich habe einen Ruf zu bewahren. Schön, dass du wieder ganz der Alte bist. Ich weiß nicht, wie ihr es aushaltet. Aber ich bin froh, dass ihr es tut. So, wo war ich? Ach ja, ich wollte Soltan zeigen, wer hier die Nummer 1 ist. Nächstes Mal, wenn ich an ihm vorbeilaufe, so, ich bin die Nummer 1. Ich bin die Nummer 1. Dünn. Ein bisschen Konkurrenz wird ihm gut tun. Das stimmt, aber wirklich schade, dass sie sich nicht versöhnen konnten. Naja, es ist, wie es ist. Typisch Ledon. Aber er ist wieder er selbst. Das ist die Hauptsache. Amen. Cool. Aha. Urbos Bauplan. Habe ich doch schon. Ich nehme mal eine andere Rüstungsteil. Urbos wird bald in die Atmosphäre fliegen und den ganzen Virus auf diesem Planeten verteilen. Warte, falsches Spiel. Aha. Ich werde davon keinen einzigen herstellen können, ne?
Und was darf sein? Ouroboros. Hat irgendwie so ein Schlangengurt dann. Meteorfeuer, dafür brauche ich die. Rehalkum, Steinzunge. Ja, nicht verstärken, hier. Ein fleckiger Lendenschutz, Orichalkum. Steinzunge und Orichalkum. Ist noch was? Muss ich wahrscheinlich Bosse für erledigen oder Jagd Dinger, ne? So, aber wissen das immer noch da. Ach, weil ich letztens halt neue Lied hier freigeschaltet hatte. Welches Lied wollen wir? Das hört sich irgendwie nicht an wie ein neues Lied. Den Stifter, aber da steht sogar, wo man die herkriegt. Lass mich die mal alle kaufen, ja. Weil auch hinter uns haben. Sieh mal an, du lebst hier noch. Hey, du auch. Hm. Ach, Meteorstein, ne? Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Oh ja, das ist auch vom Anfang Gebiet hier. Ja, ich erinnere mich noch. Kann eine Schatztruhe gefunden werden. Oh. Ja, das ist eine entspannte Musik. So, ich bin noch mal bei ihm vorbeischauen, weil wir waren, glaube ich, sehr kurz davor, das zu leveln, ne? Ich helfe dir. Ich kann auch lesen. Außerdem ist hier wieder was Neues. Gehortetes Wissen ist verloren. Zeig mal. No take. Außergewöhnlichen Lesestoff für euch. So, Magitek. Historisch nur die von. Marke, das ist sozusagen die alte Zivilisation in meisten Final Fantasy Spielen. Magitek Rüstung Final Fantasy 6. Genau damit an. Hauptcharakter sind direkt in so eine Magitek Rüstung eingestiegen und so eine Bienenstadt angegriffen. Voll der krasse Anfang, ehrlich gesagt. So, dann haben wir alles erledigt. Wir kriegen keine Belohnung hier, leider. Nebenquest haben wir auch erledigt. Das heißt, dann nächsten Mal geht es dann hier weiter mit hier ihn mit der Story. So, das hier muss ich doch mal irgendwann hier auftun. Ne? Gut, aber für heute sind wir fertig. Ich würde sagen, bei der nächsten Folge geht es dann in der Story weiter. Ne? Dann gehen wir schon in das nächste Storygebiet schon wieder. Cool. Guck mal, da ist es passiert. Ne? In dem Sinne sage ich dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich so sehr freuen. Eine Knaue voll weiterhelfen und dann sehen wir uns wieder. Ciao.